So, herzlich willkommen. Wieso musst du immer dann anfangen aufzunehmen, wenn ich gerade esse? Weil es Spaß macht. So, und heute starten wir wieder in der Monsterfalle. Ich will nur noch mal betonen, wir sind nicht fett. Ich nicht. Bei dir weiß ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Ich kenne dich gar nicht. Ja, das ist ja gut, ne? Ich mache einfach mal da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich will dir das hier noch zeigen. Warte, ich mach die Reihe noch weg. Hey, der ist Eisen. Oh. Mue. Also der hier Hebel rechts ist für die Monsterfarm ganz an- und auszuschalten. Also da fallen dann keine Monster mehr runter. Die werden dann da oben aufgestaut. Das ist dann Stau. so eine Barriere, sag ich mal. Stau. Also hier werden jetzt die Monster reingetrieben und also hier kommt noch Glas hin. Und Wasser unten drüber. Verdammt, das ist egal. So, und dann werden die dann die Lava gräben, die Items fallen runter, Wasser und kommen hier runter die Items. So, dann hast du den Hebel schon entdeckt. Der ist ja unübersichtlich. Der macht die Lava weg. Und die Monster fallen dann hier runter und fallen hier hin. Und hier kommt dann halt eben noch Glas hin. Und wenn man ihn wieder wegfährt, dann kommt die Lava dahin. Das Ganze habe ich so gemacht, dass da einmal ein Piston runterfährt und die Lava abkappt und einmal eine Piston hoch und runterfährt, um die Lava vorne dran wegzumachen. Da muss man nicht warten. Okay. So, und deshalb baue ich mich jetzt mal hier noch nach oben und ich brauche Wasser. Und ich mache einfach mal schnell das Ding hier weiter und ich hätte ja mal TNT holen können aufs Screen. TNT ist unnötig. Nein, TNT ist funny, wir haben so viel Cobblestone. Nenn mir einen Grund oder einen Ort, für wo wir TNT brauchen. Ja, aber ich verstehe gerade dein Argument nicht. Wir haben so viel Cobblestone. Ja, und Also brauchen wir doch nicht noch mehr. mit TNT kriegen wir viel weniger. Nur noch 33% von dem, was normal käme. Dann können wir auch ein paar Stacks wegschmeißen, anstatt sie. Das kostet aber Spitzhacke. Und so eine schöne Diamantspitzhacke. Hätte. Genau. Wir wollten Geräusche, die jegliche Art unterlassen. Also, mal gucken, ob die Monster hier wirklich ankommen sollten. Du kannst die eine Monsterfarm schon ausmachen. Ja, ich Oder würde aber erstmal aktivieren, den wissen wir Raum hier so. am Anfang. Achso, übrigens. Wieso haben wir da Glas an die Decke gemacht? Weiß das jetzt mal einer? Ich habe ernsthaft gesagt, keinen blassen Schimmer. Stimmt, und dann das andere Problem ist, die haben wir ja offline gebaut, die Monsterfall. Das heißt, keiner weiß wieso. Keiner kann Kann mich nachgucken, nur noch wieso. erinnern, dass dass Dennis hier war und wir haben da unten dann gebaut und ich habe ihn getötet mit einer Schaufel. Ich meine, ich könnte so eine Vermutung, das war noch vor der Zeit, als Enderman in den Snapshots drin waren. Das heißt, ich nehme mal an, dass das verhindern soll, dass Enderman spawnen. Nur das Spawnverhalten von Normalmonstern hat sich auch nicht geändert, das heißt. Guck mal, wenn hier die Ja. Monster runterfallen, Ja. also momentan kann sie einfach so rauslaufen. Wenn ich jetzt Half-Steps hin mache, dann würden sie da einfach stehen bleiben. Aber Problem ist, wenn ich mich dann hier hinstelle, dann können die Creeper einen ja sehen und dann gehen sie hoch. Dann Also schlägst du von könnte hier. Die Na kugeln gut, doch eh dann, schon da ja. oben an. Ist nur eh fast tot. Ja, dann weiß ich, wie ich es baue. Gut, mach das und ich baue hier weiter. Und ich mache hier mal noch eine Kiste hin, wenn wir sowieso so extrem viel Cobblestone haben werden. Wie wär's? Schick mal kurz den Loren-Minecart runter. Und dann kannst du da mal den ganzen Stuff reinpacken. Hier ist ein normales Loren-Minecart. Au. Ha. Nein. Klong, klong. Klong, klong. Oh, das kriegt man ja jedes Mal gegen den Kopf. Das ist eine Kiste. Oh, du hast die Kiste geklaut. Ich muss das oben kaputt machen.
Du kannst nämlich auch Leertaste und Linksklick auf das Minecart, dann wird der ganze Cobblestone da reingeladen. Ups. Nein. Was ist? Verdammt. Du hast dein ganzes Inventar jetzt da reingeladen. Nein, ich doch nicht. Cobblestone, Cobblestone. Meins. Meins. Das geht nämlich erst in der 1.5, dass du das komplett machen kannst, ein Item-Stack da rein. Na, ah, gib mir den Repeater wieder. Meins. So. Geier. Jojos. Maybe he can make with us now LPT. Ich denke, sein Minecraft geht nicht. Ich weiß es nicht, ob es mittlerweile wieder geht. Wenn sein Battlefield nicht geht, denke ich mal, hat das Vorrang. Sein Battlefield geht ja, sein Skyrim geht nicht. Das stimmt, das Skyrim ging nicht, ja genau. Alter, es muss unbedingt mal Glas Half-Steps geben. Ja, und Cleanstone Half-Steps, die auch aussehen wie Cleanstone. Ja. Und Treppen. Meine Rede. Beziehungsweise gut, die Half-Steps sind mir eigentlich wurscht, aber es muss Treppen geben. Die Half-Steps müssen her. Half-Steps. Was wollt ihr denn? Half-Steps. 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 Ne, Moment. Half-Steps. Wollt mir nicht gerade eben noch Stairs? Ja, und Cleanstone Half-Steps. Also wir haben ja eigentlich Cleanstone Half-Steps. Die sehen nur nicht ja, so aber aus die, die aussehen wie Cleanstone. Ne, das ist eine Texture-Pack-Sache. Moment, da habe ich da Glück drauf. Unbreakling. Fortune. Wieso bauen wir eigentlich die Kohle nicht gleich mit Glück ab? Stimmt, weil unsere Kohletruhe voll ist. Wieso kostet eigentlich das Umbenennen von Werkzeugen Erfahrungspunkte? Weil das Umbenennen von Werkzeugen Erfahrungspunkte kostet. Wow. Jetzt hätte ich gerne immer noch eine Antwort auf meine Frage. Vergessen. Die Frage oder die Antwort? Alles. Ich habe eine neue Kontraktanfrage bekommen. Meine Güte, ich habe gleich das Gefühl, dass ich... Oh. Es ist jetzt ja ganz schlecht, du. Lol. Ah, hier. Aber mal schnell auf beschäftigt schalten, nicht, dass ich noch irgendwie eine Nachricht krieg von dir jetzt. Übrigens habe ich von einem ganz tollen User nochmal den Hinweis bekommen, ich soll dir nochmal eine Falle stellen, mir fällt nur gerade nichts ein. Wer war das? Anonymität im Netz. Manchmal ärgerlich, ne? Ich finde dich. Und ich werde dich töten. Ja, vorher habe ich dich in eine Falle gestellt, ne, du stirbst. Ja. Die mit der Lava war meine Beste. Und die war ungeplant. Ja. Ja, sowas muss ja auch im Let's Play sein. Ich finde zum Beispiel Minecraft, die stellen sich ja auch immer Pranks, nennen die das. Also das sind dann nicht Fallen. Dann zum Beispiel überfluten die dann einfach das Haus von irgendjemandem. Die Regeln sind kein TNT und keine Lava. Und es darf der das Haus von demjenigen darf nicht ernsthaft beschädigt werden. Okay. Naja. Jo, und dann, was weiß ich, dann holen die ganz viele Tiere, bringen die in das Haus, oder Schneegolem. Weil das sind dann immer die Verfeindeten, auf diesem Einzelnen sind dann immer die Verfeindeten Kanada und USA. Und, also nicht, natürlich nicht ernsthaft, sondern halt so. Mhm.
Und dann bauen die da irgendwelche riesigen, wirklich verdammt riesige USA-Flaggen hin oder so. Oder wandeln irgendjemandem seine Base in Nether um. Und hier ist verdammt viel Stuff noch. Dann schick das Minecart hoch und geh hoch, es aussortieren, Junge. Also du hast echt eine verdammt gute Logik. Habe ich eine Axt? Ja klar, ist meine Logik gut, sonst wäre ich ja wohl nicht hier im Let's Play. Ja. Okay, das hat jetzt das keinen... Das war jetzt das genau war total unlogisch, aber egal. Ich wäre auch so geil, Standbild. Woo. Sehen wir, das ist ganz was Neues. Ah, das ist... Du bist ja nur neidisch, weil du keinen Legoland-Simulator hast. Dafür hab ich... warte mal. Kekse. Nein, keine Kekse. Hier ist es. Football Mania. Und, ich hasse Football. Wie ist das? Und Insel, ja, Lego Insel 2 hier. Oh, Lego Island habe ich auch. Zweiten Teil, aber der geht bei mir nicht. Oh. Genauso wie Legoland. Ich kann es nicht installieren und warum? Stimmt. Es geht nicht auf dem 64-Bit-System. Wieso geht's bei bitte schön auf dem XP-64-Bit-System? Steht das da? Ja. Ah, steht da, dass irgendeine DLL-Datei fehlt. Also Legoland, bei dem Lego Island weiß ich nicht, was da steht. Ich habe noch irgendwo dieses Extrem-Wintersport-Teil von Lego. Ja, wenn du nämlich, wenn dir nur eine DLL-Datei fehlt, die kannst du dir im Internet runterladen, die DLL-Dateien. Dann klappt's auch. Wenn das dann dies wäre, ja. Aber es ist nicht. Oh, ich hab da noch einen Stack, gut. Was mich auch manchmal ankotzt, sind diese DLCs, die du zu jedem Spiel kaufen kannst oder musst. DLCs? Erweiterung. Achso. Ich guck dir mal Battlefield an. Das ist eigentlich nur reine Geldmacherei. Hier zum Beispiel Amrit Kill, Aftermath, Close Quarters, Endgame. Das sind ganz normal einfach irgendwelche Patches, in denen irgendwas dazukommt. Bei Battlefield 2 haben sie wenigstens so gemacht, dass Special Forces musstest du dir kaufen, aber dafür Europe irgendwas und noch so ein komisches Erweiterungspack mit Maps hast du einfach als Gratis-Download bekommen. Warte mal, sei mal grad durch. Verdammt. Die Creeper in der Mitte ertrinken. Achso, weil die in meinem Fokus sind oder so. Nee, die ertrinkt. Wieso ertrinkt der? Nee, der Creeper schwimmt nach oben. Ah, scheint doch irgendwie funktionieren. Zu funktionieren. So, hier ist noch eine leere Kiste. Darf ich jetzt wieder weiter erzählen? Ja, ich hatte nur gerade dieses Geräusch gehört.